Es ist nicht nur heiß in Österreich, es ist brütend heiß. Schuld daran ist das subtropische Hochjürgen, das übers Land hereinzieht. Und das zeigt uns nämlich auch, dass es am Dienstag bis zu 35 Grad bekommen kann. Im Osten, im Westen sogar bis zu 36 Grad. Mittwoch wird der heißeste Tag mit bis zu 38 Grad. Donnerstag sind es noch immer 35 und am Freitag wieder 36. Auch das Wochenende wird enorm heiß und sogar auch die kommende Woche. Um ehrlich zu sein, gibt es nicht einmal Anzeichen dafür, dass diese Hitzewelle so bald vorbeigeht. Alle zuverlässigen Prognosen, die zeigen auf jeden Fall an, dass sie bis tief in die nächste Woche hinein dauern wird, diese Hitzephase. Dieses Hochjürgen, das sorgt nicht nur in Österreich natürlich für diese Hitze, sondern auch besonders in Südeuropa. Wir haben ja erst auch vor kurzem davon gehört, von Waldbränden in Kroatien, Italien, in Spanien, in Portugal, um nur einige Beispiele zu nennen. Um wieder auf Österreich zurückzukommen, die Leute, die schützen sich natürlich davor, die sind auch großteils im Schatten, die versuchen auch adäquat gekleidet zu sein. Das können wir uns auch selbstverständlich kurz ansehen hier. Die Leute, die sind natürlich eher im Schatten, die sind kurzärmelig unterwegs, meistens auch mit kurzen Hosen. Es geht tatsächlich auch darum, dieser Hitze zu entflüchten und das über den gesamten Tag und um ehrlich zu sein, auch über den gesamten Rest dieser Woche. Das Hitzepotenzial, das zeigen Experten, das liegt sogar bei 42 Grad Celsius. Hitzepotenzial ist ein Modell, das errechnet wird, um zu zeigen, wie heiß es, wenn alle Umstände dafür sprechen, maximal werden kann. Mit 42 Grad, da wäre der absolute Rekord in Österreich auch gebrochen. Der liegt zurzeit bei 40,5 Grad vom 8.8.2013 in Bad Deutsch-Altenburg. In Österreich, in Wien, ist es wichtig auf jeden Fall, dass man sich auch Abkühlung sorgt. Das versuche ich auch hier jetzt selbstverständlich zu machen. Die Stadt Wien bietet Wien sehr viele Möglichkeiten, wie auch diese hier, dass man ein bisschen nass wird, dass man auf jeden Fall für sich selbst für Abkühlung sorgt, um sich auch gut selbst zu versorgen zu können und auch keinen Sonnenstich zum Beispiel zu bekommen. Ich habe vorhin mit einem Mann gesprochen, der hat sogar gemeint, je heißer, desto besser ist es für ihn. Also der genießt diese Hitze vollends. Und ich habe auch schon mit etwas älteren Semestern gesprochen. Die haben gemeint, bis zu 25 Grad ist es angenehm, danach ist es schon zu heiß. Also die können sich dann auch selbstverständlich hier abkühlen, wo ich mich auch gerade befinde. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten und Wege, die auch die Stadt Wien bietet, um sich abzukühlen. Und verschiedene Berufe, die können sogar hitzefrei bekommen. Vorrangig spreche ich hier natürlich auch von den Fiakern und ihren Pferden. Die bekommen ab 35 Grad hitzefrei, also wahrscheinlich auch am Dienstag und auch die nächsten Tage. Allerdings wird das oft erst ab 16 Uhr gemessen, außer die Prognosen, die zeigen an, dass es auf jeden Fall schon den ganzen Tag über 35 Grad bekommen kann. Außerdem bekommen auch die Bauarbeiter frei. Es gibt ein Bauarbeiter-Schwerstarbeiter-Entschädigungsgesetz. Enorm sperriger Titel. Dieser Titel, der sagt vor allem eines aus, dass er 32,5 Grad eben hitzefrei bekommen kann, wenn man Bauarbeiter ist. Das liegt allerdings im Ermessen der Chefs. Auch die ZAMK, die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Österreich, die hat eine offizielle Hitzewarnung für das ganze Land schon ausgesprochen. Also in ganz Österreich kann man sich nun auf jeden Fall auch darauf berufen, dass man hitzefrei bekommen könnte, wenn es die Umstände zulassen. Es gibt also viele Möglichkeiten, auch sich zu schützen, um ein letztes Wort auch dazu zu verlieren. Auf jeden Fall in der Mittagshitze nicht direkt in die Sonne zu gehen, regelmäßig lauwarm zu duschen, viel Wasser, kein Alkohol, der trocknet aus und auch ständig eine Kappe aufhaben. Damit kann man vor der Hitze, die auf jeden Fall noch ein bisschen andauern wird, zumindest vorerst entfliehen.